Den letzten Vortrag vor der Pause hat David Wind von A1 Digital, A1 Digital, A1 Digital, however, seines Zeichens Penetration Tester mit den Hauptaufgaben Web Application Security, Windows Active Directory Security und auch Social Engineering. Auch Privatsphäre kommt bei dir anscheinend nicht so kurz, David. Und du bist auch ein Verfechter des Secure Messaging, wie ich hier lese. Können wir uns nachher vielleicht noch ein bisschen unterhalten. Jawohl. Der letzte Vortrag vor der Pause hat den klingenden Namen Take All My Money, Advanced Spear Phishing Attacks. Viel Spaß dabei. Dankeschön, ja. Hört man mich? Funktioniert das? Hallo? Gut, ja, danke, dass alle so zahlreich gekommen seid. Advanced Spear Phishing Attacks. Ich fange mal gleich mit ein paar Bildern an, bevor wir zum Eingemachten kommen. Ich habe ein paar Kreaturen mitgebracht. Wer kann mal sagen, was das für ein Tier ist? Also jeder, der was gedacht hat, dass das eine Wespe ist, der liegt falsch, das ist eine Schwebfliege. Man sieht da ganz genau den Unterschied. Also rechts unten ist die Wespe, links oben ist die Schwebfliege. Das heißt, man sieht da schon, auch die Natur weiß sich zu tarnen und das schon seit Hunderten oder sogar Tausenden Jahren. Wir haben da noch ein weiteres Beispiel. Wer findet die Kreatur? Ja, genau in der Mitte drin, also eine Stabschrecke. Haben wir noch ein weiteres Beispiel von so einer Kreatur. Aber auch Kuckucksvögel schaffen das, dass sie Eier legen, die was genauso ausschauen wie das Ei von dem Vogel, wo sie es reinlegen dann. Dass praktisch der andere Vogel das für sie ausbrütet, weil sie einfach selber zu faul sind dafür. Das heißt, sie nehmen ein Ei weg, essen das und legen ihr eigenes dazu und brauchen sich dann nicht mehr drum kümmern. Man sieht schon, die Natur hat sich da über die Jahre wirklich was überlegt. Wer findet da die Kreatur? Ja, also das ist einfach nur ein Blatt, da ist gar nichts. Man sieht schon, man wird dann irgendwann paranoid und sucht Sachen, wo eigentlich gar keine sind. Und es ist so, dass wir in dem Vortrag geht es halt darum, dass wir uns verstecken, dass wir schauen, wie schaffen wir Phishing-E-Mails so, dass man sich nicht als böse E-Mails erkennt. Vielleicht ganz kurz zu mir, also ich bin der David Wind, ich arbeite bei A1 Digital als Security Consultant und wir haben dort in letzter Zeit ein bisschen ein Fokusthema gelegt auf Social Engineering bzw. Phishing-Kampagnen, weil wir einfach merken, dass unsere Kunden immer höhere Ansprüche haben und immer noch advanced, noch mehr praktisch wollen und immer noch gezieltere Phishing-Kampagnen haben wollen. Weil es halt einfach das Einfallstor Nummer 1 ist. Phishing-Kampagnen werden weltweit täglich, jeder von euch hat sicher schon einmal eine Phishing-Kampagne miterlebt, beziehungsweise eine Spam-E-Mail bekommen. Ob die gut war oder nicht, das ist dann immer die Frage, aber meistens sind sie nicht so gut. Aber sie werden besser und deswegen haben wir uns da ein bisschen drauf fokussiert und haben gesagt, okay, wir bieten unseren Kunden das auch an. Man kann mir auch auf Twitter folgen, wenn man das will und man kann auch auf meiner Webseite, findet man dann auch die Slides zu dem Talk, auch auf der IT-Geek-Seite natürlich. Und zusätzlich, wir stellen auch Leute ein, also wir suchen immer gute Leute, so wie glaube ich jeder, also die Slides sieht man heute sicher noch öfter. Aber wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen und coole Phishing-Kampagnen zu fahren und so mit uns, dann kommt's. Ich bin den ganzen Abend nur da, also kommt einfach vorbei. Phishing-E-Mails, um das geht's. Was sind Phishing-E-Mails? Ich glaube, das weiß jeder und wie ich schon vorher angesprochen habe, Phishing-E-Mails werden immer besser und werden immer zielgerichteter und richten immer größeren Schaden an. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch solche Phishing-E-Mails, wo Fehler drin sind ohne Ende, wo kein Subject-Line definiert ist, gar nichts. Also das Traurige ist, dass da trotzdem immer noch genügend Leute draufklicken. Das heißt, ich weiß nicht, was sich da der Angreifer dabei gedacht hat, aber es funktioniert trotzdem. Also man muss da nicht einmal viel Aufwand reinstecken, dass man die Credentials von den Opfern stehlen kann. Es gibt aber auch gute Phishing-Kampagnen und das ist heute, was ich auf Twitter gefunden habe.
Und zwar ist das eine Cisco-E-Mail, die was eine WebEx-Einladung praktisch verschickt. Und die verwenden einen Open Redirect auf der Cisco-Seite, um ihren Payload zu delivern. Also das ist eigentlich schon ziemlich cool. Mit einer WebEx.exe, die was halt irgendein malicious Code dann ausführt und dann Malware halt droppt. Also das ist schon ziemlich cool eigentlich. E-Mail-Spoofing, also das ist so was früher mehr oder weniger so gang und gäbe war. Jeder hat die Source-Domain von irgendwelchen großen Firmen gespooft. Mittlerweile geht das nicht mehr so einfach. Da gibt es schon Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel SPF, also Sender Policy Framework. Das soll genau das verhindern, dass eben die Source-Domain nicht mehr so einfach gespooft werden kann, für jeden, der was es nicht kennt. Also wir haben einen A1-Digital-E-Mail-Server und wir haben einen FASDB-E-Mail-Server und ich als David Wind will jetzt halt an FASDB eine E-Mail schicken. Und der Mail-Server von der FH kann jetzt nachschauen, ob diese E-Mail auch wirklich von der richtigen Destination gekommen ist, also eben von dieser 1111-Adresse. Das heißt, er schaut dann nach, ist ein SPF-Record gesetzt, und steht da wirklich die IP-Adresse 1111 drin. Und wenn das valide ist, dann lass das durch. Und wenn das nicht so ist, dann kann der E-Mail-Server entscheiden, was er damit tut. Normalerweise droppt das oder schiebt es in Spam-Ordner rein. Es gibt noch was anderes. Man kann signieren die E-Mails standardmäßig. Das heißt, der E-Mail-Server, der signiert dann alle Outgoing-E-Mails, also Private Key hinterlegt. Und die Receiving End, also der FH-Mail-Server in dem Fall, jetzt holt sich dann wieder aus dem DNS-Record, holt er sich den Public Key raus und kann so nachher praktisch die E-Mails alle verifizieren, ob die auch valide signiert sind. Das heißt, wir sehen da schon, also E-Mail-Spoofing ist nicht mehr so leicht. Es gibt Signaturen, es gibt Source-Validation-Techniques und so weiter. Also, dass man einfach nur die Domain annimmt von dem anderen und dann da wild drauf losfischt, geht nicht mehr so einfach. Deswegen gibt es sowas wie Lookalike Domains, also irgendwelche Zeichendreher oder so. Ich habe da ein paar mitgebracht, also Microsoft.com zum Beispiel, die Unica, die Sparkasse oder auch Netflix. Also man sieht schon, auf den ersten Blick schauen die vielleicht ganz gut aus, aber wenn man genauer hinschaut, dann wird man es auch erkennen. Das heißt, eine eignet sich jetzt zwar für breite Phishing-Kampagnen ganz gut, man wird da eine Klickrate von oder eine also eine Ausführrate von Malware jetzt hat, oder wenn jemand nachher eine, wirklich, wenn man Nutzernamen Passwort fischt, wird man vielleicht so auf 5-10% oder so kommen, würde ich jetzt mal sagen, aber es geht noch besser. Deswegen haben wir uns Punicode angeschaut. Punicode ist ein Special Encoding, wo man Unicode Characters in ASCII darstellen kann. Das heißt, es gibt so Zeichen wie das kyrillische A oder das kyrillische I, die was einfach exakt gleich ausschauen wie ein normales A. Und Firefox ist immer noch standardmäßig vulnerable dafür. 2017 hat der liebe Herr Xugong Zeng ein Proof of Concept aufgesetzt von Apple. Und wie da jeder sieht, ist das A kein richtiges A. Also ist ein kyrillisches A. Und ist ein valides SSL-Zertifikat und alles, also alles pipi-fein. Das war zu dem Zeitpunkt, war Chrome und Opera auch noch anfällig. Mittlerweile haben die das standardmäßig deaktiviert. Das heißt, da würde dann wirklich die Punicode-Representation angezeigt werden. Bei Firefox immer noch die Unicode-Representation. Das heißt, man sieht da, zum Beispiel da ist auch ein kyrillisches A bei der A1 Digital. Das würde dann so angezeigt werden in einem Chrome zum Beispiel. Das schaut schon ziemlich aus. Also wer auf sowas klickt, dem kann man eh nicht mehr helfen. Also man sieht schon, man schafft es immer wieder, dass man sich halt, dass man Sachen versteckt und dass man aber unbedingt draufklicken will und es ist halt dann passiert halt sowas. Ja, das Video habe ich einfach reindringen müssen. Ich habe das heute gesehen. Also Wir haben jetzt gesehen, das Ganze kann man gut mit Webseiten machen, ist aber nur Firefox anfällig und ist immer limitierter, Chrome kriegt die Überhand und so weiter. Das heißt, was ist eigentlich mit E-Mails? Kann man das mit E-Mails auch machen? Die Antwort ist natürlich ja, wir sind schon nicht da heute. Also wir haben einen Blogpost veröffentlicht, kann jeder im Detail nachlesen, aber ich probiere das jetzt kurz zusammenzufassen. Man kann auch solche Punicode-Domains verwenden, um
wirklich sehr gute Phishing-E-Mails zu verschicken. Man sieht da jetzt, okay, ich habe da jetzt als budspencer@1.digital an mich eine E-Mail geschickt mit unserem neuen Security Awareness Kurs, wo sich natürlich jeder anmelden muss. Und man sieht da, also das ist jetzt nochmal einfach größer, das oben dargestellt, also das schaut schon ziemlich gut aus. Was da jetzt wahrscheinlich eh jedem aufgefallen ist, ist diese nette kleine Info da von Outlook, dass es sich dabei um eine internationale Adresse handelt. Wenn man da draufklickt, kann man genau gar nichts dagegen tun, sondern kann man nur auf einen Link draufklicken, der was dann auf irgendeiner Webseite verweist von Microsoft, wo genau gar nichts zu diesem Angriff steht. Aber also ein normaler Autonormalverbraucher kann damit gar nichts anfangen. Trotzdem wollen wir natürlich diese Warnung wegbekommen und deswegen machen wir das dann einfach so, dass man also bei E-Mails gibt es immer einen From-Header, den was man eigentlich relativ frei wählen kann. Da kann man reinschreiben David Wind und dann die Spitzenklammern auf david.wind@1.digital. Das kann man relativ frei wählen. Und wenn man da einfach die normale 1.digital E-Mail reinschreibt, dann sieht man, dass keine Warning mehr daherkommt. Und in Reply-to-Path tun wir aber wieder die Punycode-Representation rein. Das heißt, wenn derjenige dann antwortet auf diese E-Mail, dann kommt die E-Mail bei mir an. Und das ist halt ziemlich cool. Man sieht da auch, also man antwortet dann im Outlook auf diese E-Mail und das schaut eigentlich nichts fishy aus, das schaut alles gut aus. Und das ist halt der riesengroße Vorteil an so einem Angriff. Weil wenn ich jetzt ein klassisches Spoofing-Angriff mache, wenn SPF nicht gesetzt ist, dann kann ich die Antworten halt nicht empfangen. Also wenn ich da auf Antworten klicke, dann bekommt die Antwort die angegriffene Person oder die Person, die ich imitieren will. Und das ist natürlich bei einem gezielten CEO-Fraud-Angriff ziemlich blöd, wenn auf einmal der CEO die E-Mails bekommt, wo ich nach Geld frage oder so. Das heißt, ich kann so wirklich in beide Richtungen fischen. Wir haben uns das noch für ein paar andere Plattformen, E-Mail-Programme angeschaut, also Gmail für Android ist auch vulnerable für Lesen und auch wieder Zurückschreiben. Gmail Web ist auch beim Lesen zumindest anfällig. Beim Zurückschreiben sieht man schon, da haben sie sich was überlegt dabei. Also sie haben eine Fehlermeldung oder eine Error Warning, die was man auch sieht im Gegensatz zu Outlook, wo halt da steht, hey, diese Domain ist vielleicht nicht die, für die du sie hältst. Man kann aber trotzdem natürlich antworten und wenn man einmal geantwortet hat, dann disappeared diese Message für diese Domain immer. Outlook Web, also Office 365, ist auch anfällig beim Lesen und beim Replyen. Die Outlook Android App, da haben sie sich irgendwas anderes dabei gedacht, keine Ahnung, aber da sieht man das ziemlich gut, also da ist die Punycode Representation ist da. Und Thunderbird ist auch in beide Richtungen anfällig. Apple Mail, beziehungsweise die Standard Apple an E-Mail Client, was auf iOS installiert ist, da sieht man es, wenn man auf den Kontakt klickt. Also da sieht man es. Sonst sieht man sowieso keine E-Mail-Adresse, also nur den Namen. Also man muss da sowieso erst einmal draufklicken. Aber ist auf jeden Fall besser wie bei den anderen. Dann nochmal eine kurze Übersicht, also man sieht schon überall, wo bei beiden Seiten No steht, ist relativ schlecht, also Outlook for Windows, was wahrscheinlich die meisten großen Firmen im Einsatz haben, Office 365, dann haben wir noch Gmail, Android, da haben wir einen Bug eingemeldet, sie haben gesagt, sie schauen sich das mal an, Thunderbird und ja, das war's eh. Genau, Gmail ist halt wirklich nur beim Replyen merkt man es ziemlich gut, dass da was falsch ist. Gut, jetzt haben wir Phishing-E-Mails haben wir jetzt einmal ganz gut abgedeckt, aber jetzt müssen wir noch irgendwie natürlich an irgendwelche Daten kommen. Wir müssen irgendwelche Payloads delivern, wir müssen irgendwelche Webseiten fälschen, wo dann die Leute draufklicken und ihre Credentials eingeben. Wie machen wir das am besten? Wir können jetzt natürlich da aufwendig irgendwelche Seiten klonen und irgendwelche Seiten faken und uns stundenlang mit Webdesign beschäftigen, dass das ungefähr so ausschaut wie die originale Seite. Oder wir können einfach nur Modlishka verwenden. Also Modlishka, das super russische Tool, keine Ahnung, woher es kommt, aber ist einfach nur ein Reverse-Proxy und der funktioniert super. Das heißt, ich setze einfach meinen Server auf und installiere mir Modlishka, stelle mir ein Zertifikat aus für meine Punycode-Domain und das wird dann einfach alles auf die originale Seite relayed. Da habe ich jetzt ein kurzes Beispiel dazu. Ich habe da jetzt die A1.net-Seite und die kann ich jetzt auch verwenden. Ich kann da jetzt auf Login klicken und dann funktioniert es
nicht, weil ich kein Internet habe. Ja, super. Ja, Live-Demo halt, ne? Ja. Internet habt ihr eigentlich. Ja, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Also ich nehme das jetzt aus dem Cache her. Ne? Also ich kann mich da einloggen und die Webseite funktioniert ganz normal, weil halt im Hintergrund werden die ganzen Credentials einfach wirklich an die originale Seite weitergegeben. Und man sieht da auch, wenn ich das noch aus dem Cache nehme, also steht sichere Verbindung. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen stutzig werden, weil es von Let's Encrypt ist. Vielleicht verwendet ihr eins jetzt nicht unbedingt Let's Encrypt, aber dann kauft ihr mal das Angreiferzertifikat, dass es valide ausschaut. Und ich muss es da wirklich in weitere Informationen reingehen und dann da auf Zertifikat anzeigen und dann sehe ich da, ah, okay, gut, das ist ein Wildcard-Zertifikat für diese Domain. Da wird es mir dann auffallen, aber jeder Normale wird das vermutlich nicht machen. Was wir da jetzt machen, ist, wir nehmen einfach von dem Kunden, der was uns beauftragt hat, nehmen wir halt die Outlook Web Access einfach her, relayen das und holen uns so die Domain-Credentials von den ganzen Nutzern. Und das ist schon ziemlich mächtig. Gut, jetzt haben wir Passwörter, jetzt haben wir Nutzernamen, wir haben Session-Tokens, wenn wir zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, also wenn der TOTP aktiv ist, dann kann ich das natürlich so auch umgehen. Also ich brauche jetzt den TOTP-Code nicht, sondern ich übernehme einfach die Session direkt. Das heißt, Zwei-Faktor mit TOTP ist da auch relativ hilflos dagegen. Aber was können wir noch machen? Und zwar können wir zum Beispiel NetEnt DLM-Hashes probieren zu collecten. Vielleicht für jeden, der was es nicht weiß, also NetEnt DLM ist so ein Challenge-Response-Verfahren, mit dem tut Microsoft praktisch Shares einbinden. Also wenn ich jetzt von irgendwo einen Share einbinden will, einen SMB-Share, dann passiert das über das NetEnt DLM-Protokoll. Das ist Challenge Response und ich kann die Challenges dann einfach mitschneiden und kann die probieren zu cracken oder auch zu relayen und dann vielleicht Code Execution woanders zu bekommen. Und was da jetzt ein bisschen schwieriger ist, wie bekomme ich jetzt denn dazu, dass da jetzt ein Share von mir einbindet? Und vielleicht funktioniert das jetzt, was ich jetzt herzeigen will, schauen wir mal. Ich kann das jetzt auf zwei Arten machen. Ich kann das jetzt zum Beispiel in ein Word-Dokument einbinden, ein klassisches Word, und kann da jetzt einfach Steuerung F9 klicken und dann bekomme ich da so ein Field. Und in diesem Field kann ich jetzt Folgendes eintippen. Ich kann einfach sagen, hey, importiere mir doch bitte von dieser IP-Adresse irgendein Image. Was man da jetzt aufpassen muss, immer die doppelten Slashes, also das ist wichtig. Und jetzt kann ich noch sagen, bitte lad mir das jedes Mal neu. Also nicht, dass er das jetzt irgendwie ins Dokument fix einbettet, sondern dass es immer wieder neu ladet. Dann kann ich da jetzt draufklicken, Rechtsklick, Edit Field. Und dann kann ich sagen, Data not stored within this document. Und wenn ich da jetzt auf OK klicke, dann tut er im Hintergrund schon probieren, requesten. Ich habe da jetzt absichtlich keine Live-Demo gemacht, weil ich jetzt nicht sehen, weil ich jetzt nicht die netten DLM-Hashes von mir da selber zeigen will. Und man sieht schon, also er probiert jetzt da irgendwas zu machen. Wenn da jetzt natürlich ein Bild liegen wird, dann wird es sofort da sein und ich hätte die ganzen Hashes. Ich habe dafür auch gleich danach noch ein kleines Demo-Video, wo man das dann auch sieht. Was jetzt aber noch böser ist, ist, dass man das Ganze auch in E-Mails machen kann. Einer da für Spearphishing, also machen wir das auch mit E-Mails. Und ich kann das Ganze jetzt in E-Mails einbetten, genauso wie vorher, ich muss es nicht nochmal herzeigen, aber ich kann da jetzt auch wieder Steuerung F9 drücken und kann da genau das Gleiche wieder reinschreiben. Und was jetzt das Böse ist, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen E-Mail-Account von irgendeinem großen Konzern kompromittiert habe, dann kann ich intern E-Mails verschicken. Und standardmäßig ist es so, dass wenn intern E-Mails verschickt werden, dass die standardmäßig eine Trust-Stellung haben und dass externe Ressourcen automatisch geladen werden. Das heißt, ich schicke so ein E-Mail mit so einer externen Ressource, schicke ich an einen Verteiler mit ein paar tausend Leuten und habe dann von allen, wenn Port 445, also SMB, nach extern freigegeben ist, was vielleicht nicht immer so ist, aber wenn sie im Homeoffice sind, auf jeden Fall, wo ich dann von allen die NTLM-Hashes catchen kann.
Also auch ziemlich, ziemlich mächtig. Sieht da jetzt noch kurz, habe ich noch ein Video vorbereitet, wo man das sieht. Also das ist ein Word, die Word-Datei hat da aufgemacht. Man braucht nichts bestätigen, gar nichts. Also das wird einfach auf der zweiten Seite wird halt dieses Bild geladen und man sieht da sofort, wie die Hashes collected werden von meinem Collector-Server. Ist Responder, Standard für sowas. Gut, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues herzeigt und wenn es noch Fragen gibt, dann gerne jetzt oder später beim Bier. Danke.